Mahlzeit, Leute. Wir sind zurück bei Temujin und seiner Streitmacht, die hier in den Süden marschiert ist, nach Nordchina. Wir haben hier die erste Stadt überfallen und eingenommen. Hier ist Aufruhr noch. Wir haben geplündert für über 2000. Daher, ja, eigentlich wollte ich sie abreißen. Das werden wir dann nachholen, sobald der Aufruhr hier weg ist. Hier sind auch einige, ja, schon einige Bauten drin. Also ich werde diese Stadt nicht behalten. Dafür ist sie mir eigentlich auch zu klein. Ihr seht, durch das Plündern ist sie sogar auf 8 Einwohner runter. Aber wir stehen hier schon vor der nächsten Stadt, Wulahai. Und da werden wir jetzt mal die Befehle erteilen, dass wir hier rein marschieren. Zwei verteidigende Einheiten. Ja, die haben uns eigentlich hier nichts entgegenzusetzen. Gut. Und mit denen können wir eigentlich auch dann direkt wieder raus, beziehungsweise hier unten. Sieht so aus, als wäre hier die nächste Stadt. Ja. Ja gut, dann gehen wir doch da rum. Schauen wir uns doch an. Okay, gut. Beim letzten Mal habe ich euch hier noch ein paar Sachen vorenthalten. Die gehen wir vielleicht mal noch durch. Entschuldigung, jetzt musste ich niesen. Ich glaube, ich habe das Mikrofon aber rechtzeitig noch gemutet. So, die Stadteroberung. Diese Mission kennen wir. Wir haben die Ziegeln mit verblendete Wälle erforscht. Während Erdwälle hoch und robust sein können, sind sie flutungs- und erosionsanfällig und können durch Raketenangriffe beschädigt werden. Wenn man die Wälle mit Ziegeln verblendet, kann man sie vor all diesen Gefahren schützen und das Aussehen imposanter gestalten. Nach Abschluss dieser Entwicklung werden all ihre Wälle automatisch verbessert. Okay, müssen wir uns mal anschauen. Hatte ich jetzt noch gar keine 8 drauf. Wir haben mal wieder einen Krankheitsausbruch. 3 getötete Bevölkerung. Dann haben wir Friedensneuigkeiten. Das ist das, was mich so ein bisschen verwundert. Also unsere Vasallen haben, oder einer unserer Vasallen, muss man ja sagen, wir haben ja mittlerweile 2, hat hier direkt Frieden geschlossen mit den Xixia. Wir haben hier ein weiteres Mal geplündert. Sehr schön. Wieder für 50. Und wir haben auch hier schon für 150 geplündert, weil wir hier schon drin standen. Das ist wunderbar. Okay, und das ist das Schlachtergebnis. Gut, dann haben wir alles. Dann müssen wir jetzt noch eine neue Forschung auswählen. Ach nee, ach Quatsch, müssen wir gar nicht. Das war jetzt, das war nichts, was wir selbst erforscht haben. Das war quasi ein erbeuteter Fortschritt. Durch diese Stadteroberung haben wir das bekommen. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, ob hier unsere Städte, ob sich da jetzt was verändert hat. Ach so. Ich glaube, wir haben ja noch gar. Wir haben ja bisher. Genau, wir bräuchten diesen Lehmwall. Und wir haben hier maximal Palisaden. Aber ihr habt es gesehen. Ich meine, er kostet uns einmalig 2000 und. Ja, gibt es eigentlich keine Notwendigkeit. Ja? Wir haben zwar jetzt 2 Feinde, aber die sind doch relativ weit weg von unseren Siedlungen. Und hier jetzt 2000 in die Hand zu nehmen, um ja relativ sichere Städte noch sicherer zu machen, ist irgendwie rausgeworfenes Geld. Zumal, ihr erinnert euch vielleicht, wir brauchen die 4000, um hier die Aufwertung zu machen. Ich fange hier, glaube ich, mal direkt an in Yadaran. Hier sind wir nämlich schon bei 41. Die eine Aufwertung machen wir doch direkt mal rein. Und machen aus Yadaran eine Stadt. Gut. Dann hatten wir, glaube ich, habe ich hier Befehle. Die laufen schon. Okay. Ah, hier ist die Hauptstadt der Kitanen. Und da ist die Falkenstraße. Ja, interessant. Also auch wieder hier etwas, was 100 abwirft. Und hier sieht es so aus, als wäre hier die dritte Stadt. Okay, so, weitere Befehle. Der liebe Schwerkämpfer hier. Der setzt hier erstmal über. Und der Rest müsste dann soweit erteilt sein. Hier drüben
sind wir ja am Ausruhen. Ja, das wird. Ja, die brauchen am längsten hier. Okay. Und hier irgendwo ist unser General unterwegs. Hier vorne. Okay. Ja, da können wir eigentlich überlaufen mit ihm und diesen Philosophen mitnehmen. Wer weiß, was es bringt. 1, 2, 3, 4, 5 Runden. Und dann müssten auch diese Truppen hier bereit sein. Und dann schauen wir mal, ob es hier irgendwie einen Weg durch gibt. Vielleicht können wir uns auf dem Weg hier dann nach Südosten durchschlagen. Gut, aber jetzt greifen wir erstmal Ulahai an. Mit einer brutalen Übermacht. Wohl. Sieht irgendwie mehr aus auf der Karte. Sind das wirklich nur 400 Mann? Na gut, die berittenen Einheiten sind ja, glaube ich, immer nur 24 oder so. Deswegen ist es in der Summe nicht so heftig, wie es hier eigentlich aussieht und wie es natürlich auch ist. Ne? Es sind halt einfach, ist halt einfach stärker als Bodentruppen. So. Und dann feuert mal. Jawohl. Eine Einheit ist drin, oder? Hellebarden, glaube ich, ne? Waren das? Hellebarden. Und ne, zwei Einheiten sind's. Und jetzt rückt der Rest ran. Das Tor wird brennend geschossen. So, jetzt kann die zweite Einheit ran. Und wenn wir jetzt noch eine dritte Stelle brennend schießen, hat sich das Thema hier auch schon erledigt. Hier wird gekämpft. Ja, zum Verteidigen sind die mit Sicherheit ganz stark hier, die Hellebarden-Krieger. Nur die Frage, ob ihnen das was bringt. Sobald hier noch irgendwas anfängt zu brennen, ist die Sache entschieden. Egal wie gut sie kämpfen. Und das wird hier passieren. Feuer frei. Siedlung wurde erobert. Okay, dann ist hier vorne schon irgendwie eine Entscheidung gefallen. Wahrscheinlich haben wir die Bogenschützen im Nahkampf besiegt und sind dadurch einen gerückt. War ich jetzt nicht mehr drauf. Gut, die Naimanen. Sie wollen uns, sie geben uns Informationen über Feinde. Gerne. Wunderbar. So, dann gehen wir es der Reihe nach durch. Wir haben die Stadt hier eingenommen. Die bringt jetzt sehr, sehr wenig Beute. Und deswegen lassen wir das auch, weil da würden wir nur 7 Bevölkerung töten. Wir besetzen die Siedlung. Und die hat nämlich 24. Die werde ich auch behalten. Wirft nämlich auch schon ganz gut Steuereinnahmen ab. Und dann werden wir mal prüfen, was wir hier drin behalten. Also das sind die Unterhaltskosten von den Truppen, die ich jetzt reingezogen habe. Die Stadt an sich kostet uns 50 durch den Bogenmacher und generiert 48 durch Steuern. Also ist quasi mehr oder weniger Nullsummenspiel. Aber gibt uns natürlich dann hier einen Brückenkopf im Süden. Indem wir dann auch, sobald der Aufruhr hier durch ist, ja, Einheiten bauen können. Das ist dann schon okay. Also die werden wir auf jeden Fall behalten. So, hier unten ist die nächste Opferstadt. Auch schon mit Steinmauern. Aber mit nur einer verteidigen Einheit Bogenschützen. Ja, das ist jetzt die Frage, kommen wir da durch mit denen? Kriege ich hier Steinmauern? Mal, wie waren das da oben? Das waren auch Steinmauern, oder? Ja, dann schaffen wir das hier natürlich auch. Gut. Ziehen wir hier direkt weiter.
Ja, hier drüben, oder? Würde ich sagen. Machen wir mal das, dann zeigt er mir ja eigentlich den kürzesten Weg an. Machen wir mal, ordnen können wir es dann immer noch. Beziehungsweise ich bin am überlegen, wenn das hier wirklich, was ist denn da drin? Hm. Ja, okay, das wird sich nach wie vor hier zeigen, ob die wirklich eine Gefahr darstellen, wenn die in der Stadt sind. Ich bin am überlegen, ob wir einen Teiltrupp, vielleicht den letzten hier, den hier, ob wir die schon mal hier rüber schicken. Die machen mir natürlich ein bisschen Angst hier, die Armbrustschützen. Oh ja, Schüsse ignorieren die feindlichen Rüstungswerte zur Hälfte. Das ist... Ja. Und auch die haben hier schon Steinmauern und wahrscheinlich dann auch diese Schießscharten und können uns ordentlich behaken. Ja, okay. Ich meine, es sind jetzt hier halt spätestens ab hier halt auch keine anderen Nomadenvölker, die wir bekämpfen oder Nomadenstämme, sondern jetzt wird das Ganze hier schon deutlich zivilisierter und damit auch schwieriger zu überfallen. Reiße ich die Truppen auseinander? Ja, wir gehen mal hier rüber. Okay, gut, das soll's dann gewesen sein. Mal weiter. Oh, was? Ah, habe ich irgendwas übersehen? Diplomatische Anfrage. Anfrage eines Verbündeten. Wir vertrauten auf euer Ehrgefühl und hoffen, dass sie uns wie vereinbart unterstützen werden. Oh. Verdammte Axt, jetzt wissen wir auch, wieso die Tataren uns Gold geboten haben. Ja gut, also ist eigentlich keine Frage, ne? Wir müssen an der Seite unseres Vasallen stehen. Deswegen, wir erklären den Krieg und haben jetzt dann auch die Tataren zum Feind. Ja. Dann auch direkt hier gehen. Könnte die dann natürlich auch direkt hier stehen. Okay, das. Ja, die Naimanen sind jetzt auch direkt mit im Krieg, klar. Wir haben Yadaran zur Stadt gemacht. Wir haben hier ein Kupferbergwerk gebaut und sind jetzt. Wieso sind wir jetzt hier wieder im Minus? Ah, das hat was mit diesen beiden Städten im Aufruhr zu tun. Das wird sich hoffentlich legen. Und den Ziegelmischbruch, es gab wieder hier, den hätte ich fast übersehen. Den gab es durch die nächste Stadteroberung. Es herrscht oft trockenes Klima, weshalb das Wasser aus dem Brunnen zur Bewässerung der Pflanzen und Versorgung der Menschen und Tiere nötig ist. Brunnen können einfach gegraben werden, allerdings besteht hohe Einsturzgefahr. Verwendet man trapezförmige Ziegel, kann man dieser Gefahr entgegenwirken. Schauen wir mal, ob das hier irgendwo, sehe ich das hier irgendwie noch? Ah, okay, erhöht die Nahrungsproduktion von Bauernhöfen um 5%. Jetzt frage ich mich nur gerade, haben wir überhaupt Bauernhöfe? Oder ist das hier alles noch irgendwie im Herden? Ah, okay, hier sind auch... Gut. Gut, so, dann haben wir, dann schauen wir uns mal hier, gibt es irgendeine Auswirkung, weil das jetzt eine Stadt ist? Ich meine, wir haben Zugriff auf weitere Gebäude, das interessiert uns eigentlich erstmal nicht. Sie kann jetzt nur weiter wachsen oder könnte weiter wachsen. Ah,
Ah, leichtes Wachstum haben wir auch noch. 0,9%. Gut. Ich denke, dass sich das hier müsste sich wieder ausgleichen, sobald die Geschichte hier durch ist mit der Unruhe in den beiden Städten. Dann sind wir in der nächsten Runde, sind wir hier vor den Toren. Wir werfen mal hier noch einen Blick drauf, wie stehen die denn jetzt, die Burgen? Ja, immer noch ebenbürtig. Also da muss dann doch irgendwie noch was geschehen. Dann werde ich hier den Befehl nochmal ändern. Dieser Trupp, der geht mal hier rüber. Ja. So, und was machen wir mit dem hier? Hier unten. Die ist nicht bewacht, die Stadt. Wie komme ich da irgendwie hin? Ja, beschwerlicher Weg, aber der muss hier gehen, weil ihr seht hier ja auch die Pfeile. Hier läuft Handel, also können wir uns dort auch bewegen. Machen wir. Okay, weiter geht's. Wir haben weiterhin keine Befehle, das ist korrekt. Okay. So, Belagerungsschlacht. Wo war das? Ach, hier. Ja, naja, klar. Das war die Geschichte, wo die Tataren direkt vor den Toren standen bei der Kriegserklärung. Das haben sie sich natürlich geholt. Da waren keine Verteidigungstruppen von uns drin. Ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt. Hätte ich dort ausheben können? Ich glaube nicht, ne? Weil dort noch Unruhe war. Glaube nicht. Also hätte ich es auch nicht verhindern können. Aber ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Das war diese Siedlung, die ich eh zerstören wollte. Und das werden wir dann auch tun. Sobald wir dort sind, also in 3 Runden. Wenn wir hier zurückschlagen mit diesen 5 Einheiten, das werden sie kaum verteidigen können. Und dann vernichten wir sie. Gut, also nächster Befehl. Wir marschieren hier rein. Bevölkerung 20. Hier sind die weiteren Befehle erteilt. Den hier drüben können wir jetzt marschieren lassen. Ja, geht sogar. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann werden die Kitanen zum ersten Mal unsere Macht spüren. 3 Einheiten, wir kommen mit 5. Das ist also auch gewonnen. Hier sind keine Stadttore. Also keine Palisaden und nichts. Und es gehört zur Falkenstraße. Das ist ganz nett. Also Kagan nur bringt, würde uns auch 100 bringen und hat auch eine Bevölkerung von 20. Wenn wir überlegen, ob wir das behalten. Und was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir schon Kupferbergwerk. Die wirft eigentlich ganz gut ab, die Stadt. Nee, hier könnten wir eins bauen. Deswegen ist es so, wir haben hier noch keins, ne? Nee, wir haben hier nichts. Aber die wirft trotzdem ganz gut ab. Also die werden wir nicht zerstören. Er hat ja schon 36 Einwohner. Dann werden wir, glaube ich, hier mal eins bauen. Und ihr seht's, das Minus hat sich schon wieder gelegt. Das hat was damit zu tun, wenn diese Städte Unruhe haben oder im Aufruhr sind. Wie genau sich das berechnet, kriege ich ehrlich gesagt nicht durch. Aber ist okay, wenn man weiß, dass es nur temporär ist. Wir könnten jetzt die 2000 nehmen, um die nächste 40er Stadt aufzuwerten, aber ich glaube, wir nehmen die 800 in die Hand hier und machen hier ein Kupferbergwerk. So. Hier wachsen wir leider noch nicht ran. Da schiele ich schon die ganze Zeit immer mal wieder drauf, ob hier was geht. Na gut. So. Er braucht noch 3 Runden. So viel Zeit müssen wir denen hier eh einräumen.
So, hier Befehle auch drin. Jawohl. Und hier unten auch. Und hier drüben auch. Und dann können wir, denke ich, brauchen wir nicht lang rummachen. Und starten direkt weiter. Damit wir heute noch ein bisschen vorankommen. So, zwei Belagerungsschlachten. Uiuiui, was ist denn hier passiert? Was? Wieso? Oh, da hatte ich halt aufgepasst, Leute. Er hat rekrutiert. Das war... Ja, das war ein Fehler. 300 Mann drin. Das wird nix. Das wird ein Debakel. Die haben wir erobert, aber nicht, weil wir so viele Truppen oder weil wir so gute Truppen hatten, sondern weil wir einfach eine Truppe mehr hatten als der Gegner. Und deswegen hier überfallen konnten. Aber das hier wird nix. Das wird nix. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er hier Truppen in die Garnison gesetzt hat. Das ist ein ziemliches Debakel für uns. Oh, 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 oh. Ja, es geht als das Debakel von Xisu in die Geschichte ein. Und verdammt, es war unser Anführer. Nee, nein. Das gucken wir uns gleich an. War das hier wirklich unser Anführer? Also hier drüben hat es geklappt. Gucken wir gleich mal rein. Könige zerstört, 6 Mann sterben. Externer Handel. Guck mal, wir handeln hier die Falken weg. Das ist ja richtig gut. 114. Mit einem Bazar von 20 erwirtschaften wir hier insgesamt über den Handel 117. Das ist sauber. Also die Stadt werden wir behalten. Jetzt frage ich nur, nehmen wir die 600 zum Plündern mit? Ich glaube ja, wir werden es plündern. Bauen dann ja wieder auf. So. Ja, der Bazaar ist jetzt natürlich angenockt, aber der wird ja repariert. So. Gehen wir weiter. Ich habe ein bisschen Angst hier. Zum Abschluss der Folge oder zum Richtung Ende der Folge hier in Hoft. Wieder mal eine Krankheit. Jetzt wird's kritisch. Was ist hier passiert? Er ist einen heldenhaften Tod auf dem Schlachtfeld gestorben. Er hat seinen Vorfahren Ehre gebracht und im Gegenzug sollen ihn seine Abkömmlinge verehren. Das war unser Bruder, oder? Subutai? Ja, er hat mir das nicht so wirklich gemerkt. War das so? Also er war auf jeden Fall mit uns unterwegs. Und auch hier haben die Kareiten Frieden geschlossen mit den Kitanen. Waren sie schön selbstständig, die Hunde. Ja, da haben wir... Schaut euch das an. Ne? Wir haben die Hälfte unserer Einheiten verloren. Das war ein Debakel. Während das hier dann doch ein Sieg wurde. Nicht schön. Nicht schön. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er hier ausgehoben hat. Tja. Dann müssen wir uns hier hin zurückziehen. Ich werde nicht angreifen. Ich werde einfach nur hier drauf laufen. Den Angriff wird in der übernächsten Runde dieser Trupp hier führen und dann, ja, gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Hier drüben, da ziehen wir die Einheiten ran. Das ist unser Bruder, glaube ich, oder? Ja, das ist der Bruder, der Fraktionsnachfolger. Dann war das irgendein, ja, ein Bekannter oder Freund oder sonst irgendwie etwas. Das war im Übrigen die erste verlorene Schlacht
von Temuçin. 15 von 16 Kämpfen hat er gewonnen. Das war die erste Niederlage, an der er beteiligt war. Ja, ein historischer Moment vielleicht. Tja, wir werden es sehen. So, wie sieht's aus? Ansonsten, vor hier warten. Der Trupp wäre schon bereit. Die noch nicht wirklich. Sowohl was die Effizienz als auch was die Gruppenstärke anbelangt. Ich würde sagen, wir schicken die hier schon mal als Vorauskommando los. Die können ja schon mal gucken, ob es hier überhaupt einen wirklich einen passablen Weg gibt. Das wissen wir ja noch gar nicht. Ja, weiter. So, in der nächsten Runde wird er auch hier bei dem Philosophen vorbeischauen. Der Befehl ist da noch. Die haben jetzt hier, also hier drüben brauchen wir nichts zu tun. So, die beiden setzen dann über. Ich gebe mal noch nicht den Befehl, also ich mache das mal hier anders. Hier hin. Gut, was haben. Ach, guck mal, da kommt uns was entgegen. Der Fraktionsanführer und der Nachfolger, zwei Leibwache-Einheiten. Das ist ja. Das ist ja niedlich, oder? Wir setzen jetzt über. Aber die anderen kommen noch nicht bis rüber. Die sitzen dann erst. Die sitzen hier drüben am anderen Ufer. Was? Oder machen wir das anders? Warte mal. Das gefällt mir nicht. Kann der hier drauf? Können wir hier zusammen drauf? Alle? Scheinbar. 5 und 4. Kann ich mit 9 Einheiten auf einem. Kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Waren 8er Stacks nicht das Maximum? Bleiben hier mal so sitzen. Ich probier's mal aus, ob die hier tatsächlich übereinander gehen. Weil wenn, dann würde ich würde sie gerne auf einmal rüberziehen. Sonst habe ich die hier im Kampf eventuell verwickelt, während die anderen noch nicht eingreifen können. Und das fände ich nicht ganz so gut. Also wir warten hier mal. Wir probieren das mal, ob das wirklich klappt, dass ich hier 9 Gruppen auf ein Feld ziehen kann. So, was machen wir mit der. Mit den Soldaten, die ziehen weiter. Wie? Hier sind 2 weitere Städte. Wie viel hatten die denn? Was haben wir denn gesagt? Das müssten die beiden letzten Städte von ihnen sein. Also, geht's hier runter mit euch. So, es kommt zu einer Schlacht. Wo ist das? Oh nein, sie haben uns verfolgt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben uns verfolgt. Und das ist Temuçin. Damit gibt es jetzt natürlich direkt die zweite Niederlage von Temuçin in seiner Laufbahn. Wow. Ich glaube, die sind ganz schön angepisst, dass wir ihnen hier schon 2 Städte geraubt haben. Hier und das war ja auch eine ihrer Städte. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die hier so aggressiv rangehen. Hier kommt's zur Belagerung und ja, wahrscheinlich zur Rückeroberung dieser Stadt.
Oh, oh, oh. Ich habe irgendwie nur Sorge, dass unser Temujin stirbt hier. Das wäre ein harter Schlag. Gut, diese Rückeroberung, die wird funktionieren. Das hier, wenn wir ziemlich aufgerieben hier. Und gegen diese Truppen haben wir wahrscheinlich selbst mit denen hier Probleme. Wir müssen uns, wenn überhaupt, müssen wir gucken, dass wir uns in die Stadt zurückziehen. Also, wir haben die Siedlung zurückerobert, aber der Feind steht vor den Toren. Nicht gut. Das ist nicht gut. So. Wir haben die Donnerschlagbombe. Füllt man ein Töpfergefäß mit Schießpulver, entsteht ein äußerst effektives Geschoss für Belagerungsmaschinen, das beim Aufprall explodiert und in einem großen Bereich Schaden verursacht. Scharfe Eisenspitzen oder Töpferscherben sorgen für einen tödlichen Schrapnellschauer, der den tödlichen Effekt verstärkt. Ja, da, also was das anbetrifft, waren die Chinesen hier schon sehr früh, sehr, sehr weit. Und wir haben Kunst des Steinrelief durch Pausens. Viele wichtige Dokumente sind in Stein gemeißelt. Es kann nützlich sein, Kopien davon auf Papier anzufertigen, doch das Kopieren dauert lange und ist fehleranfällig. Eine bessere Technik besteht darin, nasses Papier über die Inschrift zu legen und es vorsichtig die eingravierte Schrift zu pressen. Danach wird mit einem Pinsel Tinte über das Papier getüpfelt, bis sie die gesamte Oberfläche bedeckt. Da die Teile, in die die Inschrift gepresst wurde, nicht von der Tinte bedeckt werden, heben sich die weißen Zeichen von der geschwärzten Oberfläche des Papiers ab. Ja, wer kennt es nicht? Das sind so Spielereien, die man in der Kindheit auch gemacht hat. Also, zumindest. interessant, dass das von den Chinesen kommt. Wüsste ich jetzt auch nicht. So, Leute, das war's für heute. Lasst uns mal einen kurzen Überblick schaffen. Ja, das hat nicht geklappt hier. Ich habe es befürchtet. Es hat nicht geklappt. Und jetzt sind die natürlich noch ein Stück näher gerückt. Das gefällt mir hier überhaupt nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir dagegen vorgehen. Vielleicht gehen wir hier wirklich ein Stück nach hinten weg und setzen dann dort irgendwie über oder so. Ich glaube, ja, da mache ich mir mal noch Gedanken. Hier drüben, Temujin, so viel vielleicht mal zuerst, er lebt noch, die Leibwache. Es sind noch 4 von 15 Mann. Und wir haben die Stadt, aber hier steht einiges vor den Toren. 5 Bogenschützen, ups, insgesamt, also 4. Vier Stammesbogenschützen und einmal ausgebildete Bogenschützen. Ja. Aber was hier drin steht, sind schon ganz schön starke Truppen. Also von der Erfahrung her starke Truppen. Was die uns in der Stadtverteidigung nützen werden, muss man sehen. Ich würde auf jeden Fall versuchen, diese Einheiten hier noch mit reinzuziehen. Aber das machen wir dann alles in der nächsten Staffel, Leute. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns übernächste Woche wieder, falls ihr Lust drauf habt. Bis dahin, haut rein. Tschö, tschö.